Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge der Operation Schlüsselloch in der Operhalle. Diesmal geht es um die Premiere der Produktion My Fair Lady. Ein Erfolgs... Oh, jetzt kommt Professor Higgins persönlich. Was ist denn? Die Leute verstehen ja kein Wort. Aha. Ja, das ist ja kein Wunder, wenn man sein Leben lang so hoch singt. Na, also bitteschön. Also ich finde, wir sollten erstmal Ihre Stimme ein bisschen in den Körper kriegen, so ein bisschen erden. Schütteln Sie sich mal so ein bisschen aus, so. Und jetzt geben Sie mal einen Ton dazu. Nicht nur die Arme, hier so aus dem Knien. So. An Knien. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Setzen wir uns mal hin, arbeiten wir ein bisschen in Ihre Artikulation. Die ist ja auch ganz schön verschludert. Hatte ich mir jetzt ein bisschen anders gedacht, aber... Ich habe ja gehört, dass Sänger recht wenig Sprecherziehung kriegen. Ist das stimmt so? Nicht, nein. Aber heutzutage schon. Das ist ein Vorurteil. Okay. Wir werden jetzt mal eine Lautfolge, die geht folgendermaßen. Do, tost, frost. Do, tost, frost. Also jeweils mit dem Vokal O und dann U, A, E, I, Ö, Ü, Eu, Ei, Au. Do, tost, frost. Do, tost, frost. Du tust frust. Du tust frust. Bisschen schärfer das T bitte am Ende. Du tust frust. Ja, da tast frast. Da tast frast. Wunderbar. Detest frest. Detest. Professor Higgins, das reicht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorstellung. Wunderbar. Danke. Wunderbar. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss ich erstmal wieder alles in die Reihe kriegen. Wollen wir mal sehen, was heute noch so auf uns zukommt. Pias! Kaufen Sie einem armen Mädchen eine Blume ab. Tut mir leid, mein Kind, ich habe kein Kleingeld. Eliza, das hübsche, aber sehr arme Blumenmädchen, bietet vor dem Königlichen Opernhaus in London ihre Blumenfeil. Sie ist die Tochter des, naja, man kann schon sagen, des Trinkers Alfred Doolittle. Ein Müllfahrer, der auf seine alten Tage während des Stückes noch eine Erbschaft in Höhe von 4.000 Pfund machen wird, die ihn nicht glücklicher macht, als er jetzt als im wahrsten Sinne des Wortes armer Schlucker ist. Zeigen Sie mal her, was Sie über mir geschrieben haben. Ja. Eliza spricht mit einem etwas merkwürdigen Dialekt. Und dieser Dialekt fällt dem Sprachwissenschaftler Professor Higgins auf, der wiederum mit seinem Freund Oberst Pickering eine Wette abschließt, die besagt, dass er es schafft, ihr innerhalb weniger Wochen eine so tolle Aussprache beizubringen, dass sie auf einem Aristokratenball für eine Adlige gehalten werden kann. Ich weiß, wie gut Sie zu mir sind. Noch einmal wann ergrünt das wenn die Blüten erhöht. Und was macht das blöde Grüne? Es grüßt zum Grün. Es grüßt zum Grün. Ja, man sagt ja so landläufig, dass jeder starke Mann eine starke Frau an seiner Seite habe. Manch ein starker Mann hat eine noch stärkere Mutter im Rücken. Und diese starke Mutter im Rücken von Professor Higgins ist in unserem Falle unsere Musical-Diva Gabriele Bernstorff. Gabi, du bist jetzt hier in deinem privaten Outfit. Ja. Wir sehen dich dann auch noch in deinem Kostüm auf der Bühne. Hier sind aufgereiht viele wunderschöne Hüte, an denen unsere Hutmacherin wahrscheinlich viele Wochen gearbeitet hat. Kannst du uns mal erzählen, welche Bewandtnis es mit diesen Hüten hat? Also diese Hüte alle, bis auf meinen Hut, erscheinen alle im großen Ascot-Bild, wenn man zum Rennen geht. Das ist auch selbst in Halle schon so bei der Rennbahn, dass man nicht ohne Hut auf die Rennbahn geht. Und Ascot ist es Pflicht, einen Hut zu tragen, egal wie extravagant er ist, aber Hauptsache Hut. Und unsere Hutmacherin hat wunderschöne Modelle geschaffen, sehe ich gerade. Also da müsste ich mich sehr anstrengen, mich zu entscheiden, welchen Hut ich für mich auswählen würde. Wir sehen die ja alle auf der Bühne. Vielleicht haben Sie, meine Damen und Herren, die Möglichkeit zu sagen, der gefällt mir am besten. Aber käuflich sind die nicht. Die Generalprobe für diesen Aristokratenball ist das traditionelle Pferderennen von Ascot. Und dort geschieht die erste Katastrophe. Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Eliza und Professor Higgins verlieben sich ineinander und zum Schluss gibt es ein Happy End. Aber all die Verwicklungen und die lustigen Irrungen und Wirrungen, die in diesem Stück passieren, erleben Sie, wenn Sie eine der Vorstellungen bei uns besuchen.
Ich lade Sie also recht herzlich ein, unsere Premiere am 30. Oktober 19.30 Uhr in der Operhalle zu besuchen. Gespielt wird das Erfolgsmusical My Fair Lady von Carl Friedrich Loewe, die erste richtige Gemeinschaftsproduktion zwischen der Operhalle und dem Neuen Theater. Viel Spaß! Mit freundlicher Unterstützung der Freunde des Neuen Theaters e.V. Die Freunde des Neuen Theaters laden Sie herzlich ein, das Schauspielhalle und die Arbeit des Fördervereins kennenzulernen. Diese Folge entstand weiterhin mit freundlicher Unterstützung der Firma Fichtner Träder Medizintechnik GmbH Halle.